Hallo und herzlich willkommen im heutigen Video. Mein Name ist Beate Balz und ich zeige euch heute, wie ich meine Küche herbstlich dekoriert habe. Ich habe zwei Varianten gefilmt. Einmal eine Light-Variante für alle, die nicht so viel Deko mögen. Und dann die Full-Variante, so wie man es jetzt hier auch dekoriert sieht. Ich würde sagen, legen wir einfach los, drehen wir die Kamera um und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Einmal die eine Variante, einmal die andere Variante. Also viel Spaß dabei. Bei der Light-Variante habe ich jetzt noch nicht groß irgendwas mit Kürbissen oder so dekoriert, sondern mehr darauf geachtet, dass die Farben warm sind. Also die Kerzenständer zum Beispiel ist so ein Gold-Bronze-Ton, es sind ja warme Farben. Und die Gräser hier drüben, ne, ist dann so ein bisschen erinnert an Ernte. Kerzen sind natürlich wichtig und Holztöne. Also einfach solche warmen Töne nehmen und schon hat man einen Touch Herbst-Feeling, ohne dass es too much ist. Bevor ich überhaupt anfange zu dekorieren, geht es natürlich immer damit los, dass ich die Deko, die ich nicht mehr brauche, wegräume. Und dann mache ich auch kräftig sauber. Also ich habe auch gleich mal die Zeit genutzt, um die Fenster zu putzen, denn man kommt gut ran, die Deko ist weg. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Dekorieren. Ich habe meine Holzbretter, die stehen das ganze Jahr über. Die strahlen ja schon so eine schöne Wärme aus. Habe dann die Kerze auch in so eine Art Holzlöffel gestellt, um diesen Holzton da wieder aufzugreifen. Und dann meine schönen Magnolia-Kochbücher, die farblich auch richtig in dieses Farbschema passen, noch mit hingestellt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also ich habe mich auf wenige Farben konzentriert. Einfach nur die Holztöne, Schwarz, Weiß, Cremetöne und eben so ein bisschen dieses Gold mit aufgegriffen. Und das ist die fertige Herbst-Deko-Light-Variante. Das zu wenig ist, kommen wir jetzt zur Full-Herbst-Variante. Da habe ich andere Zweige genommen und natürlich kommen jetzt die Kürbisse zum Einsatz. Bei der zweiten Variante soll es natürlich noch herbstlicher aussehen. Dementsprechend sind die grünen Zweige weg. Ich habe ein selbstgebasteltes Schild, wo Harvest draufsteht, noch hingestellt. Kann ich auch gern mal ein Video machen, wenn ihr sehen wollt, wie ich sowas gebastelt habe. Und habe dann eben die ganzen Kürbisse verteilt. Auch da war es wieder wichtig, um einen harmonischen Gesamteindruck zu erzielen, dass man halt auch bei der Kürbisfarbe immer bei den gleichen Farben bleibt. Also die Töne, die ich auch bei den anderen Deko-Materialien verwendet habe. Bei unserer Küchentheke habe ich auch die grünen Eukalyptuszweige gegen Eukalyptuszweige in Herbstfarben getauscht, habe dann da Kürbisse hingestellt, natürlich Kerze und auch wieder Holzbretter verwendet und habe dann mich nochmal umentschieden, denn die größere Kerze passt doch besser als die kleine Kerze, die wirkt besser von den Proportionen. Und so sieht es dann aus. Ich hoffe, das heutige Video hat euch Spaß gemacht und ihr dekoriert vielleicht auch mit ein paar Kürbissen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie eure Herbstdeko aussieht und was euch besser gefallen hat. Die Light-Variante oder die volle Herbstdröhnung. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ihr habt ein bisschen Lust bekommen mit Kürbissen und was auch allem. Ich hoffe, dass Hallo und herzlich willkommen. Nee, ich mache nochmal aus.